Howdy folks und willkommen zurück zu Coral Island Full Release 1.0 Tag 5. Strusen. Ist abgeschlossen. Bergarbeit. Ein Domino. Ob das Erz. Boden ins. Und Duft. So was I even working on? I'm sure it's not. I'm sure I'm going to spend it. Du meintest, du wärst Farmer, oder? Also greift das halt weniger. Ha, warum sollte man sich von allen Orten auf der Welt ausgerechnet hier niederlassen? Nächste Abend.
schnell helfen. Ander. Helfen. Ups. Hallöchen, Rukla. Schön, dich zu sehen. Geh gerade zu Rajas Kaffee. Willst du dich hier unterhalten? Nein, kannst du mir etwas über Kenneth sagen? Ah, Frau Kugelfisch, ja. Das ist einfacher, wenn ich es dir zeige. Gehen wir zusammen zum Gemeindezentrum und unterhalten wir uns dort. Mein Kaffee kann warten. Siehst du die dicke, fette 6 als Stadtbewertung auf der Tafel? Die geht auf unsere Kappe. Aber das ist nicht aus heiterem Himmel passiert. Dieser Raum war einst der große Stolz unserer Stadt. Hier wurden stolz der erste Rang für Starlet Town präsentiert. Eine 1, Rucola. Manchmal bekamen wir eine 2. Aber niemals eine 6. Ich muss mich wohl hinsetzen, um dir zu erzählen, was passiert ist. Vor einiger Zeit Das stimmt, Bürgermeister. Wie immer beginnen wir jede Jahreszeit damit zu untersuchen, warum die Menschen Starlet Town besuchen. Touristen kommen hierher, um euer Museum, eure Vermächtnisstätten und den Ozean zu sehen. Die Stadtbewertung, die wir vergeben, basiert auf dem Zustand dieser Attraktionen zum Zeitpunkt der Prüfung. Heute verleihen wir Starlet Town die Note 6. Wie bitte? Herren. Hallo? Hör mal, bereite alle nötigen Dokumente und die Ausrüstung vor. Ich habe den perfekten Ort gefunden. Letztes Jahr gab es eine Ölkatastrophe auf einer der benachbarten Inseln, die auch noch hier bei uns großes Chaos gestiftet hat. Seitdem geht es nur abwärts. Karen war dort bei der Konferenz zur Stadtbewertung. Sie haben uns die ganze Zeit beobachtet. Diese hinterhältigen Leute der Kugelfisch Corporation. Du hast ja gehört, was sie kürzlich im neuen Kugelfischgebäude gesagt haben. Ihr Plan, um uns zu retten, ist es, Starlet Town aus Starlet Town eine Ölstadt zu machen. Alleine der Gedanke, unsere Erde aufzugeben, das Museum, den Ozean und die Vermächtnisstätten, das ist schwer zu akzeptieren. Andererseits ist der Gedanke, dass unsere Stadt untergehen könnte, schwieriger. Unsere Stadt ging es so gut, Rucola, großartig sogar. Das Geschäft florierte, die Stadt, sie war lebendig. Ich fürchte, wenn wir die Stadtbewertung nicht wieder auf eine 1 erhöhen und das Vertrauen unserer Besucher zurückgewinnen können, haben wir keine andere Wahl, als mit der Kugelfisch Corp zu kooperieren. Das Museum wieder zu füllen scheint recht einfach und umsetzbar zu sein. Es wird nur Zeit brauchen. Aber die kranken Vermächtnisstätten zu heilen oder die hartnäckigen Wurzeln im Meer loszuwerden, wo sollen wir überhaupt anfangen? Wie sollen wir überhaupt anfangen? Unsere Stadt ist in einer schwierigen Lage. Das ist ganz schön viel, ich weiß. Wie wäre es, wenn du mit mir einen Kaffee trinken gehst? Der Spaziergang und die frische Luft werden uns beiden gut tun. Ist alles in Ordnung?
Stadtbewertung zeigt einen Gesamtfortschritt bei der Revitalisierung der Stadt. Verbessere verschiedene Aspekte der Stadt, um ihren Rang zu verbessern. Genieße einfach das Wetter, das machst du, Rucola. Sieht aus, als wärst du in Eile. Die Menschen sollten immer die Wahrheit sagen. Mann, lügen kann man sich schwer merken. Ich möchte auch nicht dabei erwischt werden, wenn ich falsche Informationen verbreite. Mein guter Name steht auf dem Spiel. Die Kirschbäume am See verblühen wieder. Das bedeutet, es ist wieder Zeit für Versammlungen und Grillabende am See. Und die Farm deiner Großeltern hat sich lange niemand gekümmert. Das hättest du sehen sollen. Das war kein schöner Anblick. Bürgermeister Kollner wollte daraus einen Gemeinschaftsgarten machen, bevor du eingezogen bist. Ich bin übrigens froh, dass du das gemacht hast. Jetzt wird sich jemand um das Land kümmern. Draußen ist es immer noch kühl, also gibt es sicher Tiere, die noch Winterschlaf halten. Hey Oliver, der Wind ist angenehm, aber öffne deinen Mund nicht so weit, sonst bekommst du noch Sand hinein. Es ist beinahe Prüfungszeit in der Schule. Ich hoffe, ich bin gut vorbereitet. Also Holz, Seitenessenz. Pass bitte auf, wo du hintrittst. Es ist drin. Das Kirschblütenfest findet am 10. statt. Notiert wird das in deinem Kalender. Heute ist es schön und sonnig. Ah, das fühlt sich seltsam an, meinen Namen laut auszusprechen. Mir tut der Kopf, es ist das Licht. Gibst du nicht einfach diesen Meeressalzduft? Ah, es macht Spaß, das zu sagen. Meeressalz. Wenn man Butter sieht, ist das wie ein Glücksbringer. Vor allem liegt ein guter Tag. Dieses Kätzchen. Genau. Ich habe heute nicht viel zu tun. Normalerweise zahle ich mittwochs immer die Rechnung. Kann ich dafür sorgen, dass ich sie nicht doppelt bezahle. Gemüse. Du meinst rohes Gemüse? Nein, das ist nichts für mich. Ich mache mir nicht viel aus Gemüse. Obst hingegen? Oh, sehr danke.
Jetzt ist es im Museum angenehm warm. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Im Frühling ist es ein angenehmer Arbeitsplatz. Sieh mal einen an, wie du hier Geschenke verteilst. Danke, dass du an mich gedacht hast. Heute ist es viel zu schön, um drinnen zu bleiben, oder? Ich danke dir, meine Liebe. Du bist so frei. Ich glaube, Emily und ich werden frischen Mangold zum Fest mitbringen. Ja, Mangold. Das wäre gut. Von meinem Arzttermin zum Mittagsfrühstück ich nur wenig. Mir geht es gut, danke. Gary Kuhn sieht heute gut aus. Malcolm sieht gut aus. Bittstern sieht heute gut aus. Icon heißt. Oder sie könnte sein. Thank you.
Ah, mi sono già Vabbè. andato. Welche Backwaren hältst du für das perfekte Frühlingsgericht? Wenn du mich fragst, etwas Farbenprächtiges wie Fruchttorte soll lecker. Danke. Ist abgeschlossen. Nichts daraus ergeben? Habt ihr schon zwei Geschenke genommen? Ich will dir doch noch ein Geschenk geben. Nichts kaufen. Chips. Alles. Den Frühling mit Zucki zu verbringen hat Vor- und Nachteile. Vorteile, ich muss kaum sauber machen, weil sie einen enormen Putzwimmel entwickelt. Nachteile, es ist noch herrischer und nerventötender als sonst. Ein Kampf.
Willkommen, willkommen. Meine Taverne ist deine Taverne, Luca. Was darf ich dir heute bringen? Willst du dich für deinen Live-Auftritt anmelden? Bis jetzt haben wir nur Theo. Ich glaube, er ist in Ordnung. Die Leute mögen seine Energie. Theo verdient mal schnell etwas und wir können Live-Musik in der Taverne ankündigen. Aus irgendeinem Grund werden Menschen von Live-Musik angezogen. Theo, hast du einen Musikwunsch, Rucola? Es ist jetzt so viel angenehmer hinauszugehen und zu fischen. Ich muss nicht mehr in der klirren Kälte herumstehen. Ein Clownfisch. Alles fühlt sich hier. Und noch ein kleiner Fisch. Ist meine Angel. Wir reizen nicht sehr viel. Das Leben auf einer Frau muss entspannend sein. Man kann den Großteil des Tages draußen verbringen. Yeah.
Wir kümmern uns um Artefakte aus den Höhlen und dem Meer. Deren Reinigung muss man anders angehen. Im Frühling erhalten Einzelhändler, wie ich, Kataloge mit dem neuen Kleidungsstück. Im Frühjahr und im Herbst eigentlich auch. Ich persönlich habe nie verstanden, was so reizvoll an Starlet Town sein soll. Die Stadt ist mir ein bisschen zu verschlafen. Gut, Zeit zu gehen, Rucola. Die wird etwas an der Völkergäste sich beschwert. Rauchen? Nein, danke. Ich glaube, ich bleibe einfach hier mit meinem Besen auf festem Boden. Aber du solltest tauchen gehen. Straddle. Wenn eine Raupe ihre Puppe spinnt, ist sie schon ein hässliches, kleines Ding. Aber dann erscheint ein wunderschöner Schmetterling. Bei der Litschi ist es auch so. Außen hässlich, aber innen weich und süß. Nun, um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob es eine gute Metapher ist. Ich weiß nur, dass ich diese kleine Frucht total gerne will. Thank you.
Hey.
Rigrets Morgan, verrückte Dreherde, Back to the Nightshare. Shiitake-Pilze findest du im Wald. Und natürlich. Ja. Bericht. Sonic. Guten Tag, Leute, willkommen zur Coral Talk Show. Heute bin Conny, euer Gastgeberin. Heute heißen wir einen ganz besonderen Gast willkommen. Er stammt aus Midgur und arbeitet für eine Tero-Aktivistenorganisation. Claude Strafe. Hallo, schon gut. Was für ein Terror-Aktivitäten haben du und Erdrutsch denn in letzter Zeit angestellt? Ganz ehrlich, ist mir egal. Ich bin nur hier, um meinen Job zu machen und dafür bezahlt zu werden. Oh, eine ehrliche Antwort, großartig. Das ist genau das, was ich sage. Wenn ich gefragt werde, warum ich diese Show mache. Aha. Nächstes Thema. Ein Zuschauer möchte gerne wissen, wie viel Geld verwendest du für deine Haare? Meine Haare? Nein. Ich verwende gar ein Toupet. Hast du ein Problem mit Haarausfall? Nein. Es ist nur gut. Mehr Zeit haben wir nicht, Leute. Nächste Woche treffen wir einen neuen spannenden, geheimnisvollen Gast. Bis dahin, mach's gut. Moment mal, wegen meiner Haare. Gute und gute Nacht und see you.